Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr sitzt zu Hause in eurem Homeschooling-Bürozimmer, keine Ahnung, was ihr da habt. Habt die Schlacht um den PC gerade gewonnen, und könnt hier jetzt ein bisschen was von mir gucken. Wie sind denn eure Eltern so als Ersatzlehrer? Läuft's? Oder machen die Stress? Von einigen ist ja schon zu hören: Oh mein Gott, meine Eltern sind ja noch stressiger als der Lehrer. Oh, ich will wieder in die Schule. Tja, so ein bisschen wollen wir das alle. Denn wie es im Moment läuft, ja, es gibt halt jetzt jeder einfach so sein Bestes. Einige machen sich vielleicht ein bisschen Druck, einige haben es auch schon gesagt oder machen sich Gedanken darüber, wie sieht das mit der Benotung aus? Wie sieht das denn jetzt aus, wenn es nach den Osterferien noch weitergeht mit dem Homeschooling? Was soll man denn da machen? Man macht einfach das, was geht. Und da kann ich allen nur raten, allen wirklich nur raten, egal ob ihr Schüler seid, Eltern oder sonst wer, es läuft halt dieses Jahr alles ein bisschen anders. Und ich glaube, es kann sich wirklich jeder, mit Ausnahme von einigen wenigen, sehen die Schulen und die, vor allem die Kollegen, das jetzt auch in den nächsten Wochen alles nicht so bürokratisch ernst. Wir halten uns einfach an die Vorgaben, die vom Ministerium kommen. Und ich kann mich da nur an die Dinge halten oder ich kann nur von den Dingen erzählen, die in Rheinland-Pfalz abgehen. Wie es in anderen Bundesländern läuft, keine Ahnung. Aber es wird vor allem auch die Notengebung am Ende dieses Schuljahres, die wird der Situation angepasst sein. Da braucht jetzt keiner Angst haben, dass wenn irgendetwas nicht läuft, und ich weiß und wir wissen alle, es sieht in einigen Familien mit gerade mit mehreren Leuten, ich habe es schon mal erwähnt, Eltern im Homeoffice und die Schüler möchten auch an ihre PCs. Was nicht geht, das geht halt nicht. So einfach. Und da wird am Ende des Jahres wirklich niemand großen Stress machen. Ich selber probiere eine ganze Menge aus, gerade Online-Tools. Es gibt Leute, die schaffen das, andere Leute kriegen es einfach nicht hin, sich da anzumelden. Auch das ist alles kein Beinbruch, es ist alles kein großes Drama. Wer es nicht hinbekommt, wer es gerade nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch gut sein, dass man gerade von den Eltern mit auf die Arbeit geschleppt wird. Das sind alles so Dinge, die muss man jetzt einfach irgendwie so gut wie möglich über die Bühne bekommen. Und wenn es ein bisschen holpert, wenn es ein bisschen hapert, wenn es ein bisschen stockt und nicht ganz so perfekt aussieht, dann ist das halt so. Damit rechnen wir aber. Nun denn, heute ist ja auch 1. April und einige, die gerade auf unsere Schul-Homepage geschaut haben, werden vielleicht enttäuscht festgestellt haben, da ist ja überhaupt kein April-Scherz. Wie sonst? Ja, normalerweise mache ich ja den April-Scherz immer. Und zwei Dinge sind dieses Jahr einfach dazwischen gekommen. Einmal mein gecrashter Computer, denn mir fehlt zurzeit noch mein Grafikprogramm. Das muss ich noch kaufen und installieren. Und in Zeiten wie diesen einen April-Scherz zu machen, ich kenne mich. Das wäre wahrscheinlich irgendwie was Makabres über Corona. Und ich glaube, ich habe mich da einfach jetzt rausgehalten. Ja. Deswegen kommen wir auch heute zu etwas komplett Unlustigem, nämlich ein bisschen Mathematik. Mathe versus Corona. Wobei die Mathematiker sagen, wieso, Mathe kann auch lustig sein. Ne? Genau. Aber Mathematik ist in diesen Zeiten unglaublich wichtig. Ich bin jetzt selber kein Diplom-Mathematiker, sondern Sozialwissenschaftler. Und gerade einige von euch, die sich im Mathematikunterricht vielleicht immer schon gefragt haben, wofür brauche ich das alles? Das habe ich als Schüler natürlich auch gedacht. Ich habe dann merkwürdigerweise auch noch Mathe-Leistung gewählt und habe dann während Mathe-Leistung auch die ganze Zeit mich gefragt, wofür brauche ich das? Warum muss ich in einem undimensional oder einem unendlich dimensionalen Raum rechnen können? Ich werde wahrscheinlich nie eine Zeitmaschine haben und irgendwie diese Formel verwenden können. Aber leider Gottes, und das muss ich euch Schülern jetzt auch mal sagen, irgendwann braucht man Mathe. Und das Einzige, was ich so wirklich gut konnte, das war Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Vektorrechnung habe ich auch noch ein bisschen gut hingekriegt, aber vor allen Dingen Stochastik, das konnte ich gut. Und da war ich dann während des Soziologiestudiums so dankbar drüber. Da musste man nämlich einen Statistikschein machen. Und der hatte es wirklich in sich. Und da war ich einer der wenigen, der mit seinen Mathe-Grundkenntnissen da halbwegs gut durchgekommen ist. Was heißt halbwegs gut? Ich hatte eine 2 plus in dem Kurs, also von daher, ne?
Mein Mathelehrer wird stolz auf mich sein, hat der junge Donnerwort gelernt. Aber gerade in Zeiten wie diesen entpuppt sich Mathematik als sehr, 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 sehr hilfreich. Gar nicht komplizierte Mathematik, sondern einfache Mathematik. Denn ob die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sinnvoll sind oder nicht, sieht man im Grunde genommen erst am Ende, wenn man die Zahlen gegenrechnet. Und wir sitzen ja zurzeit in unserer Kontaktsperre oder in so einem Kontaktverbot. Wie das aussieht im Alltag, erlebt jetzt gerade jeder von uns. Und so ein klein wenig schaut man ja immer ja, verwundert, auch ein bisschen neidisch auf die Schweden. Die Schweden machen ja alles anders. Die Schweden sagen sich, die älteren Menschen sind die Gefährdeten, das ist die Risikogruppe, also trennen wir die Jungen von den Älteren ganz konsequent oder halbwegs konsequent. Dann kann da im Grunde genommen nichts passieren. Die Jungen stecken sich an, kommen gut durch, die Älteren sind geschützt. Und generell hofft man dann halt oder setzt auf die Freiwilligkeit und auf das Einsehen der Bevölkerung. Das klappt in Schweden auch ganz gut. Zum Beispiel sind da weit über 90% geimpft, weil die Schweden sich sagen, es macht einfach Sinn. Und auch bei der Corona-Krise jetzt vertraut die schwedische Regierung auf das Verhalten ihrer Bevölkerung, auf das gute Verhalten. Aber wenn man sich die Lage so anschaut, was in den Straßen ist, ist alles ein bisschen ruhiger. Also ich kenne auch nur natürlich die Berichte aus den Nachrichten. Es ist alles auf den Straßen ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger viel los, aber Restaurants haben noch geöffnet, Schulen haben noch geöffnet. So viele Einschnitte haben die gerade nicht und verweisen dann immer auf ihre Zahlen und sagen, unsere Zahlen sind gut. Und das gucken wir uns heute mal an. Wollte mit euch heute so ein bisschen nachrechnen, habe mir die Zahlen ausgedruckt, die habe ich hier schön liegen, gehe ich jetzt mit euch gleich durch. Die Zahlen sind aktuell von heute Morgen 9 Uhr. Kommen von einer Sammlungsseite der Tagesschau. Ich habe den Link unten in die Infobox geschrieben, könnt ihr selber nachgucken. Ist schön, da kann man sich die Karten anzeigen lassen, immer auf die Länder klicken, man sieht immer alle aktuellen Daten, die im direkten Vergleich. Und gerade die Zahlen in Schweden sehen ziemlich gut aus, auf den ersten Blick. Und das gucken wir uns mal an. So, ich habe hier so ein bisschen provisorisch mit einem Notenständer versucht, das Ding hier halbwegs hinzukriegen. Das Ganze ist mit Kreppband auf der Rückseite befestigt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hält. Aber schauen wir uns doch einfach die Zahlen mal an. Für natürlich Deutschland und Schweden. So. Am Anfang natürlich ganz wichtig, die Einwohnerzahl. Denn Deutschland ist das einwohnerreichste Land Europas. Und Schweden, Skandinavien, ist jetzt nicht bekannt dafür, eine hohe Bevölkerungsdichte zu haben. In Deutschland sind es 82 Millionen und ungefähr 790.000 Menschen. In Schweden sind es gerade mal 10 Millionen, 120.000 Menschen. Ja, Punkt dazwischen kann man es besser sehen. Also schon mal hier ein Riesenunterschied. Dass Deutschland mit seiner dichten Bevölkerung da andere Probleme hat als Schweden, auch klar. Deswegen macht es ja vielleicht auch Sinn, dass Schweden das anders löst. Wenn man da sowieso in dem Land nicht so eng aufeinander hockt, dann ist man vielleicht ein Problem von Anfang an schon los. Und dann schauen wir uns jetzt als nächstes die Infizierten an. Also die Menge an Infizierten, die bislang registriert wurden, insgesamt. Also nicht die aktuell registriert sind, nicht aktuell infiziert sind, sondern die insgesamt bislang von Corona erwischt wurden. Das sind in Deutschland, Stand heute Morgen, 9 Uhr, 71.808. Gesamtinfizierte. In Schweden sind das, auch Stand heute Morgen gewesen, gerade mal 4.435. Und da merkt man schon auf den ersten Blick, allein die Relation, da ist ein Riesenunterschied. Und wenn man jetzt einfach diese Zahl durch die teilt, kommt man zum Ergebnis, dass in Deutschland ein Infizierter auf 1.153 Leute kommt. 1.153, genau. In Schweden sind es gerade mal die Hälfte. Da kommt einer auf 2.281.
2000. Also diese Zahl sagt eigentlich, einer auf 2000 in Schweden, einer auf 1000 in Deutschland. Machen die Schweden alles richtig, oder? Auch die Neuinfizierten. Neu am Tag. In Deutschland kommen jeden Tag 4.923 Leute dazu. In Schweden sind es gerade mal 407. Das sind, ich rechne das jetzt nicht gegen, weil ich glaube, mir geht da langsam der Platz aus, aber das sind in Deutschland, jeden Tag werden von 16.817 Menschen einer krank. Oder wird einer krank. Einer infiziert sich mit Corona. In Schweden sind es eine Person auf 24.864 Menschen. Also auch hier scheint Schweden echt vorauszuliegen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Leute sind bisher gestorben. Bisher gestorben in Deutschland 775. In Schweden 180. Und wer jetzt schon so ein bisschen mathematisches Gespür hat, der wird merken, uiuiui. Wenn man nämlich jetzt mal rechnet auf die Einwohnerzahl, sind das in Deutschland ein Verstorbener pro 106.000 Menschen und 825. Einer von 106.000 Menschen stirbt an Corona. Einer von 106.000. Zurzeit im Durchschnitt. Zur gleichen Zeit in Schweden ist das einer pro 56.000 Menschen und 222. Wenn man jetzt berechnet, wie viele Prozent sind die Verstorbenen von den Infizierten, kommt man in Deutschland auf 1% und in Schweden auf 4%. Und da merkt man schon, irgendwas stimmt an den Zahlen in Schweden nicht. Es kann doch nicht sein, dass viermal mehr Menschen an Corona in Schweden sterben, wo die so viel weniger Infizierte in der Bevölkerung haben. Das kann doch nicht hinhauen. Geht doch nicht, dass wir viel mehr, prozentual gesehen, relativ gesehen, viel mehr Infizierte haben, aber viel weniger Tote. Und da liefern die Nachrichten gleich eine Meldung mit. Die Sorglosigkeit der Schweden führt nämlich dazu, dass man ganz wenig testet. Wenn jemand stirbt, testet man auf jeden Fall auf Corona. Man möchte ja wissen, woran es liegt. Aber die Normalbevölkerung wird wenig getestet. Wenn da einer ankommt und sagt, ich habe jetzt Halskratzen und ein bisschen Fieber, dann wird er nicht zu einem Test geschickt. Dann heißt das, bleib schön zu Hause, kurier dich aus und dann schauen wir mal. Und im Grunde genommen ist diese Taktik, nicht zu testen, das heißt, diese Zahlen hier sind viel zu gering. Viel zu gering. Das ist ungefähr so, als würde man in seiner Wohnung fegen, alles unter den Teppich kehren und sagen, ich sehe es nicht, dann ist es ja weg. Es fängt aber trotzdem irgendwann an zu stinken. Und das kann uns Mathematik jetzt beweisen. Denn diese Zahl hier unten zeigt, dass Schweden sich zurzeit in einer richtig falschen Sicherheit wiegt. Dass es nicht so gut läuft in Schweden,
wie sich die Schweden gerade selber einreden. Irgendwas an den Zahlen, und wahrscheinlich hier oben, ist verdammt falsch. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Mathematik jetzt gerade im Alltag und in dieser Situation sehr hilfreich ist. Und ich glaube gar nicht, dass ich das mal sagen werde, dass man Mathematik wirklich im Alltag brauchen kann. Nun denn, wirklich entscheiden wird sich das ja erst, wenn man den Experten zuhört, so in so um Ostern rum. Also Ostern wird so der Punkt sein, wo man Bilanz zieht, wo man dann auch sehen kann, ob unsere Maßnahmen was bewirkt haben oder ob die schwedischen Maßnahmen zu harmlos gewesen sind. Das wird man dann jetzt ungefähr so in 2, 3, vielleicht 4 Wochen zum ersten Mal so richtig merken. Und dann ist natürlich die Frage, gerade auch bei uns, wie geht es dann weiter? Bis zum Ende des Jahres wird der Virus im Umlauf sein. Der ist ja nicht weg. Nur weil wir sagen, die Kontaktsperre ist am 20. April aufgehoben. Oder die Maßnahmen, oder sollen ja auch nicht aufgehoben sein, sondern erstmal mindestens bis zum 20. April. Bis Ende dieses Jahres wird der Virus im Umlauf sein. Bis zum Ende dieses Jahres werden die Risikogruppen in Gefahr sein. Aber was das Ganze mit unserer Gesellschaft macht, da vielleicht nochmal ein eigenes Video drüber, so in Richtung Sozialkunde. Aber alle Leute, denen ich das jetzt vorgerechnet habe, ihr könnt euch die Zahlen ja selber raussuchen. Ich hoffe jetzt auch, und das wäre dann richtig peinlich, wenn ich hier irgendwie einen Bock geschossen hätte, aber ich habe das 10-mal jetzt nachgerechnet. Ich hatte erst noch Deutschland und Schweden vertauscht, habe dann irgendwann gemerkt, ich habe beim Übertragen der Zahlen einfach die Richtung verwechselt. Ich glaube aber, bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt alle so hinhaut. Wer natürlich einen Fehler findet, kann ich mir gerne schicken, kann ich mir gerne schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass ihr weiterhin eine schöne Zeit habt. Wie gesagt, macht euch keinen Stress. Versucht die Ruhe zu behalten und ich glaube den allermeisten, oder ich weiß, dass es den allermeisten auch wirklich gelingt. Ansonsten, habt eine gute Zeit und vor allen Dingen fangt was mit an mit eurer Zeit. Tschüss!